Konnichiwa, Catties! Schön, dass ihr wieder da seid. Ihr seht wieder eure Josie mit einer neuen React-Folge und zwar auf die Twitch Tips Germany. Es ist die Folge 217 und sie heißt Mit dem Stock geschlagen. Könnte man wieder zweideutig sehen. Ich denke mal, aber ja, gut. Bei den Twitch Tips Germany muss man vorsichtig sein mit dem eindeutig, zweideutig oder zweideutig, eindeutig. Wir gucken einfach mal. Die Einleitung macht heute die Liz Grimm und wir gehen rüber. Ich habe das Ganze nämlich schon vorbereitet. Ja, ich bin gut. ja. Also da seht ihr es. So rote Haare wollte ich früher auch mal haben. Mittlerweile bin ich froh, dass das Zeug entweder rausgewachsen bzw. rausgeschnitten von meiner Friseuse ist, weil das sah doch dann nach einer Weile etwas komisch aus. Gut, wir machen aber jetzt mal rein und starten das Ganze mit dem Einladung. Hallo und herzlich willkommen bei Twitch Clips Germany, dem Format, in dem StreamerInnen vom Stuhl fallen. Und mehr. Penis! Also das letzte habt ihr jetzt nicht gehört. Nein, natürlich. Bei Twitch Clips Germany passiert so einiges und ich fand das gut zusammengeschnitten mit dem Stuhlfall und ja, genau, mit dem Ruf. Hat mir gefallen, war eine schöne Einladung, kann öfters kommen. Ja. Das ich hinterfrage ein paar Lebensentscheidungen, die ich getroffen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir hier gelandet sind, aber es gefällt mir. Vielleicht nicht ganz so gut. Mir sind da jetzt mehrere Dinge aufgefallen. Also erstens mal ein interessantes Kostüm war eine Melone. Also eine Wassermelone. Aber sie hat hier oben die Schilder, also den Rand so, den hätte sie ein bisschen reinpacken können. Ist mir aufgefallen. Dann fand ich es äußerst süß, dieses Donation. Da bin ich ja auch noch am Bauen. Und ja, ansonsten kann man durchaus mal seine Lebensdinge hinterfragen. Warum auch nicht? Ist halt so. Ja, genau. Weiter geht's. Alter Schmitti, 2000! Weißt du, wie viel das ist? Ja, 2000 sind 2000. Nicht mehr und nicht weniger. Und normal weiß man, was es ist. Aber ich denke mal, das ist natürlich... Das waren, glaube ich, die Bits. Und die sind natürlich mit 2000 dann doch schon nicht ganz so günstig. Ja, genau. Was habe ich falsch gemacht, dass mir so ein Schmutz empfohlen wird? Twitch geht sowas von dem Bach runter. Also bei mir läuft's gut. Ich finde das toll, dass Twitch dich mir empfohlen hast. Somit habe ich einen Zuschauer mehr gewonnen durch dich. Und dadurch kriege ich jetzt noch mehr Geld für Kooperationen. Dankeschön, Bro. Schön, dass du da bist. Schön, dass Twitch mich weiterempfiehlt, damit ich mir noch mehr Geld in meine Scheißfresse schmieren kann. Und du dich darüber aufregen kannst, weil dir das hier überhaupt nicht gefällt. Voll doch. Ja, also, ich hab's ja auch schon ein paar Mal gesagt. Auch wenn es jetzt schon eine Weile her ist, seitdem ich das letzte Mal gesagt habe. Also mit ernst gemeint, außer auf eine Reaktion von Twitch. Es gibt so viele Twitch-Streamer, es gibt so viele Plattformen und alles. Für jeden gibt es irgendwo die Nische, wo er entweder den Streamer findet oder die Streamerin findet, die er oder sie verfolgen möchte. Oder man findet die Nische, mit der man selber sagen kann, okay, gut, ich möchte diese Nische ausfüllen mit meinen Streams. Sich dann aufzuregen, weil man in einen Stream reingeht, den man nicht mag, finde ich unsinnig. Lass es doch einfach. Wenn es dir nicht gefällt, geh raus und gut ist. Man kommt nie trocken aus der Nummer raus. Man kommt wirklich nie, nie trocken aus der Nummer raus. Aus welcher Nummer? Schamfreude habe ich aber trotzdem. Genau, mal alle. Hallo, Blue in den Chat. Unser kleiner Schlurp ist wieder da. Warum lässt sie sich von ihrem Hund im Arm so ablecken? Hat sie da irgendwas draufgeschmiert, was der Hund so gerne mag? Oder schwitzt sie einfach zu sehr? Denn wir wissen ja, Hunde mögen Schwitzwasser, also den Schweiß, weil der voll Salz ist und das ist gut für die. Also ich weiß nicht, was
hier passiert. Ich weiß nicht, ob du kurz Zeit hast, kurz mal bei mir reinzugucken. Ja. Ich würde sagen, da ist irgendwas mit der Graphic Engine nicht ganz in Ordnung gewesen. Genau. Würde ich vielleicht mal das Spiel ausmachen und neu starten. Könnte helfen. Im Zweifelsfall wisst ihr immer, die einfachste Methode, ein Problem am PC zu lösen, ist den PC runterzufahren und wieder neu zu starten. What? Was war das? Ein Soundeffekt für das Schild. Auch nicht schlecht, das Schild hat einen eigenen Soundeffekt. Jedes Mal, wenn man über das Schild geht, fängt der Sound an. Auch nicht schlecht. Ja, kann man machen. Bist du nicht. Du musst immer nochmal eine Rehstrecke. Rehstrecke. Was muss ich machen? Eine Rehstrecke? Entschuldigung, wenn mein Gehirn heute echt nicht funktioniert. Was für eine Rehstrecke? Ach, eine Restecke! Ja, die Restecke. Man kennt sie, man hat sie und sollte sie im Garten auch anlegen. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich finde, manche Simulatoren muss es eigentlich nicht geben. Wieso gibt es einen Gartensimulator? Kann man nicht einfach rausgehen und sich einen Garten einfach mieten? Also einfach ist es natürlich nicht. Klar, die kosten schon ein bisschen Geld. Aber ich denke mal, als Streamer hat man meistens doch schon mal so ein paar Einnahmen. Wenn man relativ groß und erfolgreich ist oder eine gewisse Größe hat zumindest, so rum. Okay. Ja, gut. Da unten. Oh, Baldur's Gate 3. Da steht Körperbau. Ach so. Ah, es gibt kleiner Mann, kleiner. Okay. I see. Chat, ich weiß nicht, was man gesehen hat, aber für den Fall der Fälle, dass ihr denkt, dass ich gerade versucht habe, eine Real-Life-Karte mit einer Swipe-Bewegung zu zoomen, ist es nicht der Fall. Aha, okay. Ich verstehe nicht, was er da gemacht hat, weil am Anfang sah man Baldur's Gate und dann plötzlich sah man was anderes. Nämlich ihn, wie er dann gesucht hat, nach einer Karte. Ja, genau. Okay, weiter geht's. Wie ein Baby. Weiß das eigentlich, Kevin? Ich geh direkt rein. Ich könnte meinen Tisch auf den Kopf legen und ein Mittagsstäbchen machen. Ja, dann mach doch. Gute Nacht, schlaf gut, träum was Schönes. Sag ich auch immer zu meinem Mann. Right, okay. Okay. Was machen die da? Und los. 1, 2, 3, 4 und los. Damit! Bin ich aus Ernst, oder? Doch, weil ihr einfach dämlich seid. Kein Mitleid, das habt ihr voll und ganz verdient. Mit voller Ernsthaftigkeit, genau, weiter geht's. Ignoriert meine Socken, ja? Ist in Ordnung. Wir ignorieren den Socken, aber nicht das Fallen. Alles gut, ich. Ja, dann ist ja schön, dass alles gut war und es ist, du dir keine Sorgen machen musst, weil dir was wehgetan hat. Im Übrigen, die Socken fand ich interessant, das waren die von McDonald's. Ich habe hier ein paar Handschuhe von McDonald's. Also so, ja, genau. Gut. Okay, weiter geht's. Hallo Chat, ich zeige euch, wie man milchschnitterig ist. Ihr nehmt die Milchschnitte und nehmt die obere Schicht ganz langsam ab. Ich fühle sie. Und das gleiche macht ihr wieder unten. Unten macht ihr auch ab. Das ist richtig geil. Ja doch, aber ganz langsam. Ihr steckt es noch ein bisschen so. Ich nehme es immer so. Ein bisschen kalt. Ja, so kann man natürlich auch eine Milchschnitte essen, aber ich muss ganz ehrlich dazu sagen, und das meine ich jetzt ernst so, damit hat man dreckige Finger und das klebt wie Sau. Und
es ist unsinnig. Die obere Seite abziehen würde ich ja noch verstehen, aber warum die untere Seite? Also, ja, genau. Manche essen halt komische Dinge. Oder Dinge komisch, je nachdem. Okay. Also Doppel-Leertaste und Rakete zünden. Muss ich die unten genau. zünden? Genau, ansonsten einfach in der Luft, einfach egal welche Richtung. Okay. Versuch sonst im Wasser zu landen, wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht landen. Oder in Richtung von Wasser zu zielen. Krieg hin. Okay, let's go. So viel zu diesem Thema. Was? Wie? So viel dazu, ich bekomme es hin. Nein, du bekommst es nicht hin. Du bekommst es hin, dich selbst zu töten und das ist überhaupt nicht gut. Das ist ungefähr so, wie mir das gestern passiert ist. Ich habe gestern in WoW einen Charakter weitergespielt und bin über einen Punkt geflogen, wo man anscheinend direkt abgemountet wird. Warum auch immer, mitten in der Luft. Also ich hatte keine Tastenzugriff und stürzte ab und dachte mir auch so, ja okay, das war's dann. Das war's dann auch. Ich musste dann eher vom Friedhof dahin fliegen, musste mich wiederbeleben. Beim Zurückfliegen dann zu dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte, da war das Abmounten plötzlich nicht mehr. Komisch. Irgendwie manchmal backen diese Spiele. Man schwimmt ja gerne mit dem Strom, gell? Deswegen passe ich meine Öffnungen an. Nee, also meine Flaschenöffnungen, also meine... Ja, lass es. Mit jedem Wort, was du jetzt sagst, weiter sagst, wird es schlimmer. Ist einfach so. Ganz schlimm, ja. Gut, also. Manchmal sollte man einfach nichts sagen. Ich weiß, das hört sich so an, als ob ich's immer wieder gedankenlos vor mich hinplapper, aber ich meine jedes Wort genauso, wie ich es sage. Ihr seht zum Anbeißen aus. Ihr seht bezaubernd aus. Das meine ich wirklich. Das ist nicht so dahingesagt. Ich gucke euch an und denke mir... Chat. Ganz schön heiß. Also, ich sag jetzt mal... ja, er schaut sich den Chat an. Und findet ihn heiß. Und sie sehen toll aus und so. Mann, hast du eine Fantasie. Wenn du, glaube ich, bei manchen Leuten sehen würdest, wie sie wirklich aussehen, dann würdest du das nochmal revidieren. Und, ja. Dein Tipp vielleicht für die, die größer sind und Fantreffen machen. Macht beim Fantreffen ein Foto, hängt euch das oben an den Bildschirm, dann habt ihr immer was ihr sehen könnt und sagen könnt, okay, so sehen meine Fans aus. 1200, 500, so 1250. 1250! Oh mein Gott! Ja, genau. 1200, 500. Was ist denn das für eine Kommentare? Das sind ja 1700. ja, genau. Ich denke mal, sie meinte die Auflösung vom Bildschirm oder beziehungsweise von der... vom Twitch oder so, was auch immer. Das hört sich so an. Ich muss immer weinen, wenn ihr so viele liebe Dinge schreibt im Chat. Da bin ich ganz nah verbunden. Das ist eine ganz besondere Beziehung, die wir haben. Wirklich. Jetzt kauft meine Esoteriksteine. Und mein Sonnenlichtgetränk. Ja, also, falls ihr nicht wisst, was es damit auf sich hat, also diese Esoterik-Schiene wird momentan wieder sehr gefahren. Ein bekannter YouTuber hat wieder einmal ein Video veröffentlicht, in dem er Influencer und Influencerinnen veralbert hat mit Heilsteinen. Und ja, also... bei Esoterik, jeder hat seine Meinung, wer dran glaubt, kann durchaus auch was damit erreichen. Aber ob das dann von den Sachen kommt oder von einem selbst wegen dem positiven Denken, das ist so eine Sache. Genau, ja. Oh, ist da passiert? Ja.
aufpassen. Manchmal reagiert das Spiel doch wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Und ja, was soll man das sonst sagen? Horrorspiel. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt wirklich nicht. Da habe ich gerade was gekriegt. Ich muss mal gerade ganz kurz einen kleinen Moment. Horror-Games und sich erschrecken, das hatten wir ja schon öfters. Ihr kennt ja meine Meinung dazu. Wer sich nicht erschrecken will oder sehr schreckhaft ist, sollte sich das mit Horror-Games ein bisschen überlegen. Und ja, ansonsten, ja, netter Erschrecker. Netter Erschrecker. Aber hätte man auch vorher wissen können, genau. Und das ist ein Souls-like-Spiel, Dark Souls Remastered, und wir schauen mal rein, was da passiert. Ich hab's geschafft! Okay, Daumen hoch dafür, dass du es geschafft hast. Sehr gut. Es hätte auch nach hinten losgehen können. Darauf bezogen muss ich jetzt eins sagen. Ich spiele eigentlich sehr häufig MMOs. Unter anderem auch Final Fantasy 14. Und da bin ich momentan mit meinem Hauptcharakter dabei, so ein bisschen die Story nachzuholen, beziehungsweise die Story durchzuspielen. Und hatte jetzt die letzte sehr viel Zeit dafür und konnte da ein bisschen vorankommen und kam an einen Punkt, wo ich in einem Vierer-Dungeon, ja, bei Final Fantasy sind es 4 Leute, die in den Dungeon gehen, an einen Boss, der eine sehr, sehr spezielle Mechanik hatte. Und ich bin, warum auch immer, statt mit einer NSC-Gruppe, mit einer SC-Gruppe rein. Und zwar mit 3 SC-Gruppen, jeweils ungefähr 10 Versuche. Danach haben die Gruppen einfach abgebrochen, weil wir nicht vorankamen. Und ich muss auch leider dazu sagen, ich war diejenige, die schuld war, weil ich meistens die war, die als erstes gestorben ist. Und ich war schon drauf und dran, das Spiel hinzuschmeißen. Dann hatte ich aber in meiner Gilde, in der ich bin, eine, die gemeint hat, versuch's doch mal mit NSCs, da geht's doch viel einfacher. Selbst bei den NSCs habe ich 2 Versuche gebraucht, weil ich bei dem einen Angriff nicht genau wusste, was ich machen sollte. Jetzt weiß ich es, also weil ich es heute nochmal machen müsste, wüsste ich, wie ich reagieren muss. Hab's dann aber hingekriegt und konnte weiterspielen. Das fand ich richtig toll. Und ja, das ist. Also manchmal kann man sich wirklich freuen, wenn es funktioniert und man vorankommt. Jetzt hier. Geradeaus durch, dahinter noch. Das geht nicht gut. Nein, das geht nicht gut, sag ich doch. Ja. Alter, ich hab das gar nicht mitgeschnitten. Ja doch, mitgeschnitten hast du es schon. Du hast nur nicht gesehen, dass der Jeep auf dich zukam. Deswegen bist du einfach weitergelaufen. Geh doch aus dem Weg. Der kam doch deutlich auf dich zu. Also, was soll man dazu sagen? Was ist jetzt Frau? Das ist Frau, oder? Links ist Frau, bevor ich jetzt falsch mache. Nein. Hä? Nein. Wieso? So wegen Boobies? Hä? Das ist ja Scam. Nein, das ist nicht Scam. Das ist immer nochmal. Das sollte, kann man sich eigentlich mal vorstellen. Merken. Wenn man auf dem Bildschirm sitzt und drauf guckt, auf der linken Seite sind meistens die männlichen Symbole und auf der rechten die weiblichen, wenn man diese Auswahl hat. Ganz einfach. Auch wenn es unsinnige Symbole sind, man könnte die normalen Symbole nehmen dafür. Aber nur mal so, damit ihr das wisst. Weitergehen. Ich war eine Möwe. Es sieht mir aus. Vielleicht kann ich ja noch fliegen. Wenn wir das schnell genug machen, dann kann ich fliegen. Ich hoffe, es hat sie jemand von ihrem Leiden erlöst. Das war weder eine Möwe, noch würde sie so jemals fliegen können. Ja. Ja. Okay, weiter.
Luna, sei froh, dass das nur virtuelle Lichtschwerter waren. Wenn das echte gewesen wären, von denen wir ja wissen, dass es sie rein theoretisch eigentlich gar nicht geben könnte, weil Licht ist unendlich und damit der Laser auch. Entschuldigung für das Flugscheißen. Würdest du jetzt auf dem Boden liegen wie ein geschnetzeltes Stück Fleisch? Ja, genau. Und falls ihr euch wundert, warum ich die Nase hochziehe, ich habe gerade irgendwie ist sie gerade dicht. Oh, Formel 1. Das ist ganz schön wild hier zu verteidigen. Nein! Doch! Katze! Nein, die Katze ist auf Oma! Ja. Merke, wenn du eine Konsole oder einen Computer hast, stelle sie so, dass wenn die Katze springt, die Sachen nicht ausgehen. Kabel ordentlich verlegen, damit die Katze sie nicht rausziehen kann und dafür sorgt, dass der Stream oder das Spiel zusammenbricht. Kleiner Hinweis von einer Katzenbesitzerin an andere Katzenbesitzer. Stimmt, rechts ist rechts und links ist links. Stimmt. Ey, nicht Clip. Ich wusste es. Aber es ist ja auch ein geiler Spruch. Rechts ist rechts und links ist links. Ja klar, was soll es sonst sein? Links ist rechts und rechts ist links oder so? Also, ja, passend, passt perfekt. Wie ist der erste Eindruck der Steuerung? Besser Control, lieber Maustastatur. Also ich spiele Tastatur, bisher ist es gut. Kann man gut mit Controller spielen. Moment, sie spielt mit. Spielst du mit Tastatur oder Controller? Ich spiele mit Tastatur, hebt aber den Controller hoch und meint dann, mit dem Controller kann man es gut spielen. Finden wir den Fehler? Kennen Sie den Unterschied zwischen Tastatur und Controller nicht? Also ich habe hier eine Tastatur auf dem Schreibtisch liegen und ein Controller, der liegt auf der Schublade unter dem. Tisch, genau. Den benutze ich mal für solche Spiele wie Fall Guys und so. Ja, kannst du mir nicht den Tiefgaragenschlüssel einfach schenken? Da hat er gesagt, Sonja, wenn du mit mir einmal fixst, dann du bekommst von mir die Tiefgaragenschlüssel. Und jetzt habe ich den Tiefgaragenschlüssel. Also er durfte quasi in ihre Tiefgarage, damit sie in seine Tiefgarage durfte. Das ist actually what happened. Ja, manche haben ein komisches Geschäftsgebaren. Ich muss ganz ehrlich sagen, nee, dazu kann ich nicht viel mehr sagen. Ich war einer letzter beim K. Denkst du? Lol. Gut reagiert, sehr gut reagiert, das muss man ihr lassen. Mit dem Scharfschützengewehr aus der Hüfte heraus zu treffen, auch nicht schlecht. Viel Glück oder gutes Können. Und für deinen Durchfall. Jeder braucht eine Klopapierrolle an seinem Schreibtisch. Also ich gucke jetzt hier gerade mal. Nö, also ich habe keine. Ich habe eine Taschentuchbox und eine Taschentuchpackung, aber keine Toilettenpapierrolle. Wieso soll ich auch eine Toilettenpapierrolle hier hinlegen? Das Einzige, was ich mir vielleicht hier hinstellen würde, wäre eventuell unter Umständen bei meiner manchmaligen Schusseligkeit eine Küchenrollenrolle. Das klingt jetzt auch irgendwie weird. Aber gut, weiter geht's. Igel! Was macht der Igel da? Geil! Becker, ich will einen Napf. Das war gut. Seht ihr mal, auch Igel können gemein sein zueinander. Achtung, das ist ein Überfall! Das ist ein Überfall! Gib mir so Money raus from the Kasse! Gib mir so Money schnell raus from the Kasse! Hilfe! Hilfe! Auch kleine Geld nehme ich auch. Kleine Geld, Klimpergeld auch, Klimpergeld. Klimpergeld auch, Jungs. Ich weiß ja, dass es da komisches Rollenspiel gibt, aber das war wirklich sehr komisches Rollenspiel. Horrorgame, Horrorgame, kommt der Schrecker.
Der Blick war geil. Ah, der Blick war geil. Ah. Naja, so kann's gehen. Ich sag doch, Horror-Games machen Spaß. Vor allem, wenn man zuguckt. Ah, ich liebe es, ich liebe es. Ja, hallo? Ach, du bist das, Rüdiger. Ja, pass auf. Nee, es geht um meine Haare. Ja, die Haare, die wachsen. Also momentan, die wachsen jetzt nur noch. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Das ist doch krank! Nicht Arschtritt, Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? Das ist doch krank! Ist für uns beide unangenehm. Das kann ich mir vorstellen. Jetzt frage ich mich, Stubby, ist das da reingekommen? Aber Krok, cool, echt cool. Und mein Shopname sind die Knubbi-Stickers. Das Z statt dem S zeigt an, dass ich cool bin, ja? Dass ich hip, jung und modern bin, weil darauf fahren die coolen Kids heutzutage. Okay, ich lasse es schon. Ja, lass es lieber, weil, nee, also man muss nicht mehr cool und hip sein. Man kann auch einfach man selbst sein und dann kann man wirklich tolle Sachen machen, ja? Genau, weiter geht's. Kannst du mir jetzt helfen oder nicht? Ach so. Weil du bist bei mir ganz woanders. Oha! Kannst du es jetzt essen? LOL, was? Wie sieht das? Lieber Spieleentwickler für dieses Spiel, Scrapmash, hast du dir diese Animation angeguckt, bevor du das Spiel veröffentlicht hast? Ich glaube nicht, weil es sieht irgendwie komisch aus. Finde ich so. Einfach mal jetzt gesagt. So, weiter geht's. Alle Machoristen. Machos. Ihr seid alle Mayonnaise! Machos. Ihr seid Mayonnaise. Was? Ja. Chad, ich schwöre, ich hab das nicht vorher gewusst. Ich schwöre, ich hab's nicht ohne... Ja, das könnte mir dir jetzt glauben. Masochisten heißt das übrigens. Ich hab jetzt auch einen Moment gebraucht, aber so heißt es. Oh, nee. Oh! Au. Hey, Ferdinand. Ey, Alte, hallo, stopp. Hey, Bitch. Ferdinand. Das war aber ein Kerl und keine Bitch. Und sehr komisch. Warum ist er nicht einfach drüber gefahren? Hä? Also, da ist auch wieder so die Grafik-Engine nicht ganz so ausgereift, wie sie hätte sein sollen. Also die Kollisionskontrolle. Aber wenn man Uhu sagt, dann muss man auch schon... I'm super kawaii, I'm a furry little puck. I love to stream for hours because gaming is my drug. Play all day and night, my viewers just can't get enough. Must be my lucky day because they just secured a job. Das müsst ihr dann schon so machen, ne? Nee, dann lassen wir das lieber. Ganz einfach, wir lassen es. Weiter geht's. Nein! Warum tust du das? Warum tust du mir das an? Weil er es kann. Und weil die Anzeige von dem Avatar irgendwie nicht so ganz richtig funktioniert hat. Deswegen. Seht ihr? Deswegen nehme ich mich selbst, obwohl ich auch schon drüber nachgedacht habe, mal zu VTuben. Ja. Ihr könnt ja mal, falls ihr das möchtet... Und das ihr seht, unten in die Kommentare auf, wenn ihr in YouTube seid, ansonsten hier in den Chat bei Twitch, reinschreiben, ob euch das mal interessieren würde, so. Ja, genau. Bis die Teile wieder von der Strecke verschwunden sind. Waves hat in der Box dann aufgegeben jetzt, sieht keine Hoffnung mehr für dieses Rennen. Ah ne, er hat nicht in der Box aufgegeben. Er hat sich... an die Boxenwand geheftet, weil er die Boxenwand so toll fand. Und das Auto zerlegt hat. Ja, so kann es auch gehen. Zum Glück war das nur ein Spiel und nicht die Realität. In Realität würde das... ich glaube, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht so sicher, wenn das Rad abgerissen wird. Die sind ja normal gesichert mit Stahlkabeln. Das muss ein ernsthafter Aufschlag gewesen sein. Jups, geschafft. Und jetzt springt er hoch.
Jo, hey, cool. Ich gut von mir gerade gemacht, oder? Nein, nicht gut. Und tschüss. Mach diese Sprungsequenz zu Ende. Und wenn du am Ende es geschafft hast und fertig bist, dann kannst du sagen, es war gut. Nicht während der Sprungsequenz, da geht das grundsätzlich schief. Grundsätzlich. Ich trinke jetzt durchsichtiges Wasser. Wow. Als ob Wasser nie durchsichtig wäre. Aber ich wollte auch gerade fragen, ist Wasser nicht immer durchsichtig? Außer es ist verschmutzt, aber dann sollte man es nicht trinken. Also mein Wasser ist meistens, nein, mein Wasser ist nicht meistens, mein Wasser ist immer durchsichtig. Selbst, obwohl, nein, nein, aber dann ist es kein Wasser mehr. Ich wollte gerade sagen, nein, es ist nicht immer durchsichtig, wenn ich Holi reinmache, dann natürlich nicht. Aber dann ist es ja auch kein reines Wasser mehr. Aber mein normales Wasser ist durchsichtig, immer. Wenn ihr anderes Wasser habt, mal unten die Kommentare bitte damit, danke. Wie so eine Entenfamilie, die über so einen Gulli läuft, sah es gerade aus bei dir. Können wir mal ganz kurz drüber reden? Ja, es hat nicht richtig reagiert. Da war die Internetverbindung nicht so perfekt. Passiert bei Fortnite hin und wieder mal. Was machst du denn? Dann so. Aua! Alex kommt erst. Mensch! Die Katze möchte Aufmerksamkeit und nicht, dass du jetzt streamst. Deswegen hat sie das gemacht. Nur so als kleine Information. Also kümmere dich um die Katze. Lass den Stream kurz links liegen. Und deswegen hängt mein Mikrofon oben. Da kommt die Katze, selbst wenn sie von unten kommt, nicht so einfach dran. Nicht wirklich. Es gibt Dinge, die muss man einfach nicht machen und es gibt Dinge, die muss man nicht verstehen und es gibt Dinge, die wie diese sind, die ich mir eigentlich auch nicht ansehen möchte, aber ich muss es ja, weil es ist im Clip drin. Hallo? Okay. Jojo Breakdance auf der Laterne. Was geht? Auch wieder ein schöner Grafikbereich. Also ich glaube, ich weiß schon, wie ich die Folge heute nenne. Ja. Einfach, ja, weil ich es schon weiß. Also es passt irgendwie. Und das war ein sehr interessanter Grafikbug. Oh, ich werde angegriffen. Ah! Ah! Fandet nur ihr das jetzt, nein, falsch. Fandet nur ich das jetzt komisch oder ihr auch? Ja. Ja, müssen wir einfach mal gucken, gell? Ach so. Komm mal kurz mit. Ich war das nicht. Okay, komm kurz mit. Komm nein, mit in den Backstage. Dann ziehst komm, du dich wieder aus. Das hat er mit mir auch gemacht. Oh mein Gott. Mit mir auch. Oh mein Gott. Okay, jetzt wird's anzüglich. Warum hat er sie mit in den. Wollte sie mit in den Backstage-Bereich stehen? Nein, ich will gar nicht wissen, warum. Ja, ich. Oh, hier läuft doch schon einer rum. Hallo. Oh, zwei sogar. Perfekt. Oh mein Gott. Ja, ist ja gut. Das war jetzt eine sehr ungünstige Positionierung der Kamera, wenn man sowas machen möchte. Allerdings würde mich mal interessieren, was zum Geier das gewesen sein sollte. Also, was da gemacht wurde. Nicht das im Spiel. Und denk doch mal über die Positionierung deiner Kamera nach. Ganz ernst gemeinter Tipp. Weil Vorsicht ist immer noch besser als Nachsicht. Das geht schief. Sag ich doch. Oh nein! Wenn's schon kommt, Vorsicht ist wichtig. Vorsicht ist wichtig. Dann geht das grundsätzlich schief, weil das muss schief gehen, weil sonst wird es ja nicht da drinnen landen. Ach, ja, Leute. Ah, Among Us. Das Spiel mag ich nicht, aber ja. Es erschließt sich mir nicht, warum man das Spiel toll finden sollte. Niedriger machen. Hä?
Check ich nicht. Ich check's nicht. Das ist ein Minus. Achso. Oh, oh. Oh mein Gott, bin ich dumm. 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 Selbsterkenntnis ist der erste Weg zur Besserung. Augen auf beim Ablesen von Dingen auf dem Bildschirm. Und ja, weiter geht's. Lauf doch bloß nicht durch. Lauf doch bloß nicht durch. Lauf doch nicht durch. Lauf. Ja. In diesem Fall hat das berühmte der große rote Knopf-Syndrom gegriffen. Lauf da nicht durch und sie läuft weiter. Aber es war, glaube ich, eine NSC. Ja, gut. Weiter geht's. Warum wackelt der? Weil das kann. Ha, ha, ha. Tolle Mitteilung für dieses Spiel. Ja, genau. Oh, gut, dass das mein Mann nicht sieht. Das ist wieder ein Survival Game. Das würde wieder sich interessieren, ob dann das Spiel, ob das gut ist. Was zum Beispiel? Nein! What the fuck? Okay. Ja, nice. Nanu? Fliegende Autos? Hey, das kommt. Das Auto freut sich. Das Auto freut sich wirklich. Das macht's. Das ist ein Delfin. What the hell is going on? Was zum. Was zum. Nein! Ah, fuck, fuck, fuck. Ich muss das irgendwie hier. Also ich würde das Auto einfangen, weil das ist ja wild geworden. Also das erinnert mich jetzt an einen Bud Spencer und Terence Hill Film, Nanu, fliegende Rehe. Und dabei waren das 5 Motorradfahrer, die durch die Gegend gefeuert wurden von den beiden. Ronny Berger, schon wieder mal. Oh nein! Oh mein Gott. Oh nein! Oh nein! Die ist noch gut. Nicht wirklich, oder? Die ist noch gut. Oh Gott, die ist noch gut. Nein. Kinder, mach das nicht nach. Die kann man alle essen noch. Nee, kann man nicht. Nee, ich würde das lassen. Abgesehen davon, dass das sehr weird aussieht, was er da tut. Ja, ich möchte nicht wissen, was die Leute denken, die da vorbeifahren. Der hat uns eigentlich gesagt, nee, dass wir das so keinem sagen. Das können Sie nicht alle hören jetzt. Ihr dürft es aber keinem sagen. Also wir behalten das für uns. Also drin in der Umkleide. Das Cassidy. Okay. Die Cassidy, die sollte eigentlich ihre Periode bekommen. Aber die hat sie seit 2 Tagen nicht. Und jetzt macht die da drin gerade einen Test und die ist schon lange nicht mehr rausgekommen. Ich glaube, die weint. Die ist aber auch die Cassidy, ne? Das würde mich nicht wundern. Ich sag ja nur. Ich glaube, die hat. Also. Liebt. Entschuldigung, aber welche Klassenstufe sind wir nochmal? Warst du nicht immer mit Cassidy unterwegs? Was? Bitte was? Der Olli! Ich? Ja, da kommt's raus, wenn das die Anne hört, wenn das die Anne hört. Ja, lieber Olli, wenn wir das merken, ja, dann gibt's Ärger. Warum bringt es was, sie kaputt zu machen? Das was? Oh, außer abgesehen davon, dass ich mich selber verletze. Das Spiel ist vorbei. Du hast dich getötet. War ein schönes Spiel. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir sind sehr weit gekommen. Ja, hat man gemerkt. Jetzt, wenn Moment mal, du merkst beim ersten Schlagen, dass du dich selbst verletzt. Und machst dann einfach weiter. Das nennt man unintelligent agieren. Wir müssen uns anders aufteilen. Ich mach mal wieder aufstehen, Jen, ja? Werden wir irgendwann mit dem Schlagstock geschlagen? Möchtest du? Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Dicker, weiß ich nicht. Also, aber jetzt wissen wir wenigstens, wie der Titel zustande kam. Ja, genau. Achtung, ich hatte jetzt einen Weg, wie man gut durch Menschenmassen kommt. Aber Jona, du musst die Kamera unauffällig machen, weil sonst offensichtlich, okay? Ich werde uns jetzt durch diese Menschenmasse bringen, aber es wird unangenehm. Ah! 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 Ah!
Nein, man hat jetzt ja auch nicht gesehen, dass sie vielleicht ein Mikrofon getragen hätte oder so. Ja, außerdem hat sie es ja lautstark angekündigt und da war auch genug Platz. Also da muss man sich nicht durchdrängen. Da war auf der Dippemess, beziehungsweise auf dem Main-Uferfest dieses Jahr wesentlich mehr los und da war es häufig nass von oben. Leute, please don't judge me, aber ich hab's auch. Ich hab auch ein Bild von meinem Popo. Ich hab auch eine Leinwand oder so eine schmale, hohe. Ich komplett schwarz angemalt. Da hab ich noch in der WG gewohnt. Dann hat mir eine Freundin, die Tizi, hat mir den Arsch rot angemalt. Komplett. Ich hab mich da draufgesetzt. Das Bild steht bei meinen Eltern. Ich hoffe, die Eltern wissen nicht, was du da gemacht hast. Ja, oder sie wussten es, oder besser gesagt, sie wussten es vorher, weil sonst würden sie jetzt, glaube ich, komisch gucken, wenn sie das sehen würden. Ja, also ich habe so ein Bild nicht, ich brauche auch so ein Bild nicht, weiter geht's. Ja, dieses Woche sind wir viel, weil das geht. And I bring you fire. Der war gut, ey. Wie zerstört man seine eigene Party? Man tötet seine eigenen Leute. Das gibt natürlich viele negative Punkte. Das ist gut, wenn man böse spielen will. Aber schlecht, wenn man dann noch neue Leute sucht, die einem helfen, etwas zu erledigen. Aber das geht. Schwierig. Ganz schwierig. Oh, kommst du nicht an mich ran, ha? Oh, kommst du nicht an mich ran? Es tut mir aber leid. Oh no. Oh no. Hey! Ja, so kann's gehen. Ärger die Zombies nicht. Ärger die Zombies nicht. Kann man immer wieder nur sagen. Zombies haben auch Gefühle. Komm, ich will auch den Dämpfer machen. Geil, ich bin schon einer von denen. Okay, hallo Senior, wie geht's Ihnen? Geil! Hä? So ist das also auf einer Insel! Also auf der Insel, wo du bist, möchte ich nicht sein. Ganz ehrlich. Also, wir nehmen getrennte Inseln. Automatisch, was kommt oder nicht so. Ich habe gestern noch so gesagt, Mensch, die Menschheit, wenn die einfach mal kapieren würde, dass die Menschheit einfach für die Menschheit da sein sollte. Also wenn wir kapieren irgendwann, wir Menschen irgendwann checken. Der Moment, in dem du nicht mehr weißt, was du eigentlich sagen wolltest und einfach nur noch dahin blabberst. Ja, aber die Menschheit wird nie lernen, dass wir miteinander besser zurechtkommen würden als gegeneinander. Ja, das ist halt das Neidkonzept. Wir haben ganz leckeres Essen gerade gemacht, davon habe ich auch noch ein bisschen... Oh Gott. Und tschüss. Ein bisschen Thema. Was auf meiner Tastatur und auf meinem Mauspad jetzt, aber ich habe noch ein bisschen auf dem Teller. Puh. Das ist das Thema Erdanziehungskraft, Gravitation. Ja, das funktioniert auch bei Essen, was ihr zu Hause auf dem Teller habt. Und ja, genau. Wir hatten es im letzten Stream auch, Gravitation. Bereitet euch darauf vor. Was? Nicht den Unterricht schwänzen, ihr Bein. Was habt ihr vor? Und? Ich habe Fragen. Ja, ich auch. Wie kann man so etwas in ein solches Spiel packen? Und dann möchte ich gerne mal wissen, mit was für einer Altersfreigabe dieses Spiel gemacht worden ist. Garantiert mit 12 und dann wundert man sich, dass die Kinder heute Kinder kriegen. Ich nicht. So, wir haben halt jetzt ausgemacht, sollte ich runterfallen, dann darf Krumpi mich nass machen. Das sieht man natürlich nicht. Das war mir so klar, dass sie das rausgeschnitten haben. Ich hätte nämlich gern gewusst, wie er sie nass gemacht hat. Wichtig ist, in so einem hohen Glas kann man immer zu winken wie der Papst, ne? Das macht der in seinem Papamobil nicht anders, das machen Drescherfahrer genauso. Ihr müsst immer winken wie der Papst, Chat. Ganz, ganz wichtig, solltet ihr mal in den Genuss kommen, Mähdrescher zu fahren. Immer wie der Papst. Und warum? Kannst du das erklären? Ich verstehe das nicht, weil wenn ich so winke, ist doch genauso toll. Ja, weiter geht's.
Da habe ich mir den reingeschoben, habe ich gedacht, wow, die Adern, wow, da pulsiert aber ganz schön in meinem Mund. Habe ich erstmal abgeschleckert eine Stunde und dann kam die große Überraschung, die spritzt dann heraus. Gronkh, das war... Nein, ich möchte jetzt nicht wissen, was du damit erklären wolltest. Lassen wir das bleiben. Sonst habe ich schon Nachtalbträume. Nummer 5. Wie sieht's mit dieser Marke aus? Burger King. Burger King. Ich würde sagen Burger King. Nein, Prinzenrolle. Das soll gar kein Burger sein. Das sind die Sesamkörnchen obendrauf. Nein. Safe. Hast du's erraten? Es ist die Keksmarke Prinzenrolle. Hey! Das kann nicht sein! Nummer 6. Das ist doch ein Burger von oben. Nein, das ist Hinke, das ist ein Keks. Von oben ein Burger, wenn man einen Burger von oben fotografiert. Nee. Nee, dann ist das immer noch ein Cookie und kein Burger. Hast du noch nie einen Burger von oben gesehen? Guck dir mal einen Burger von oben an. Also wenn meine Burger so aussehen würden, würde ich sie zurückbringen, weil das geht überhaupt nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Ach, guck mal, da ist er. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir den nicht killen. So viel dazu. Ich würde sagen, Mission erfolgreich, nicht abgeschlossen. Genau, Flächenbombardement. Ich halte das nicht für gesund, dass Gurkensalat so eine Wölbung hat. Ja, so würde ich auch reagieren wahrscheinlich. Nein, die Katze hat das einzig richtig gemacht. Bloß schnell weg hier. Die Tretdinger auch. Kann man die auch sammeln? Oh. Nö. Ich bin über eine rübergelaufen. Anscheinend triggern die nicht mehr. Ich hab nichts gesagt. Ja, lauft nicht über runde Dinger. Egal, was euer Koop-Partner sagt, lasst es. Weil runde Dinger sind nie gut, wenn sie auf dem Boden liegen. Nur so zur Information. Gut, aber ich fand es wieder mal eine tolle Folge, war ein schöner Zusammenschnitt. Meinen Folgentitel habe ich auch schon im Kopf. Ich muss ihn gleich noch aufschreiben oder nach dem Stream, damit ich ihn nicht vergesse. Aber war toll gemacht, ich fand es richtig schön und ja, wenn euch das Ganze auch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir das zeigt, wird hier jetzt eingeblendet und damit wir das nicht vergessen und bei Twitch Clips Germany das natürlich auch machen, mache ich das auch, gibt es hier ein Däumchen hoch, abonniert ist schon und ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich freue mich, wenn es euch auch gefallen hat und würde mich freuen, wenn ihr wieder mal reinschaut und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin sagt euch Tschüss. Eure Josie.